Hallo, in diesem Video erkläre ich euch die Berechnung des Grundwerts G, das ist die Abkürzung, und ich markiere den Grundwert rot. Dazu eine Textaufgabe. Ein paar Schülerinnen der Klasse 7 versuchen in der Pause möglichst oft den Basketballkorb zu treffen. 20% der Würfe waren Treffer. Das waren 8 Treffer. Wie viele Würfe hatten die Schülerinnen insgesamt? Da müssen wir uns zuerst mal anschauen, in dem Text, was gegeben ist. Ihr seht hier ganz deutlich 20% der Würfe. Und 20%, das ist der Prozentsatz. Also der Prozentsatz ist 20%. Und ich markiere euch diese 20% mal grün, den Prozentsatz. Und dann seht ihr hier 8 Treffer. Und das ist der Prozentwert, die 8 Treffer. Und den Prozentwert markiere ich euch in der Farbe Blau und auch im Text. Und gesucht ist dann relativ einfach, weil wir haben ja 3 Werte, Prozentsatz, Prozentwert, und dann ist der Grundwert gesucht. Also was ist das Ganze? Wie viele Würfe hatten die Schüler? Dazu eine Rechnung wieder mit dem Schema, mit dem Dreisatzschema. Also der Grundwert ist gesucht und das, was gesucht ist, kommt beim Dreisatz auf die rechte Seite. Und ich markiere euch die rechte Seite mal rot. Und der Prozentsatz und der Prozentwert, die hängen ja zusammen. Also die Prozentzahl muss auf die linke Seite. Das heißt, die 20%, das sind diese 8 Treffer. Und ich muss von den 20% jetzt wieder runterrechnen auf 1%. Das mache ich, indem ich durch 20 teile. Und das mache ich auf der anderen Seite genauso. 8 geteilt durch 20. Und da stelle ich jetzt mal eine Nebenrechnung auf, die euch zeigt, wie man 8 durch 20 teilt. Also 8 geteilt durch 20 ist, die 8 kann ich nicht durch die 20 teilen. Deswegen mache ich hier ein 0, hin und hole mir eine 0 runter. Und aus der 8 werden 80. Und 80 geteilt durch 20 sind 4. 4 mal 20 sind 80. Abziehen und das Ergebnis ist 0,4. Also 1% sind 0,4 Treffer. Und jetzt rechne ich den Grundwert aus. Und ich weiß ja, der Grundwert sind 100%. Also alles. Und ich komme auf die 100%. Indem ich mit 100 auf beiden Seiten mal nehme, also auch 0,4 mal 100. Und 0,4 mal 100 ist 40. Und zwar nicht Treffer, sondern 40 Würfe. Das markiere ich auch nochmal rot. 40 Würfe ist der Grundwert. Das war ja auch die Frage, wie viele Würfe hatten die Schülerinnen insgesamt? Also 40. Ich schreibe euch das Ganze nochmal als Dreisatz auf, damit ihr euch das ins Merkheft eintragen könnt. Merke die Berechnung des Grundwerts. 20% entsprechen 8 Treffern. 1% entspricht 0,4 Treffern. Und 100% entsprechen 40 Würfen. Das wäre der Dreisatz, so wie ihr ihn aufschreiben könnt, und das Ganze bitte ins Merkheft. Noch ein kleiner Antwortsatz. Die Schülerinnen hatten insgesamt, und hier kommen die 40 rein, 40 Würfe. Und diese 40 Würfe, das sind die 100% und eben der Grundwert. Und ihr seht, so schwer ist das eigentlich gar nicht zu berechnen. Und dann wünsche ich euch viel Glück beim Üben und viel Erfolg dabei. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.